Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da die Powerhouse? Freitagmorgen, 6:30 Uhr, schon auf dem Blumenfeld. Hier ein Blick in meinen Renault Kangoo. Das ist das Sonnenblumen-Sägerät, Sämaschine. Hier, Sonnenblumen. Wie heißen diese? Kann ich lesen. Sehr Sorte sehr früh. Hier eine Sorte F1 Orange Mittelspät. Und hier Tiffany F1 Mittelfrüh. Ich sehe da zwei Beete. Zeige euch das mal. Hinter mir, neben dem Blumenfeld, sind da meine Eiweißerbsen. Innen eine Scheibe, die Sonnenblumensamen mitnimmt und ablegt. Hier im ersten Bett sehe ich jetzt die Golden Eye. Blütezeit sehr früh und sind sogar auch noch mehltauresistent. Das ist ja auch wichtig. Ich habe da viel mit Krankheiten zu kämpfen mit den Sonnenblumen. Ja, und die gesäten Sonnenblumen und gestern gepflanzten Lilien und Gladiolen müssen auch gegen Unkraut gespritzt werden. Ich habe hier eine gute Rückenspritze. Die hat da unten einen Akku und wisst ihr was? Den habe ich zu Hause gelassen. Ich muss doch einmal holen. Kein Akku montieren. Da geht nicht. Aber sonst. Sehr gute Birchmeier-Spritze. Mit dem Akku lässt sich schnell und mühelos so ein Blumenfeld behandeln, auch Fungizid bei Sonnenblumenspritzen oder so. Jawohl, aber jetzt fährt der Bauerhause nach Hause. Aber es ist ja nicht weit. Ja, dort am Hügel an. Ja, es ist der Akku in der Ladestation. Jawohl, den brauche ich. Ja, jetzt ist der Akku eingesetzt. Jetzt muss ich nur noch drücken. Das ist ganz eine tolle Sache, so eine Akkurückenspritze.